Es liegt an eines Menschen Schmerz von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Es liegt an eines Menschen Schmerz, an eines Menschen Wunde nichts. Es kehrt an das, was Kranke quält, sich ewig der Gesunde nichts. Und wäre nicht das Leben kurz, das stets der Mensch vom Menschen erbt, so gäb's Beklagenswerteres auf diesem weiten Runde nichts. Einförmig stellt Natur sich her, doch tausendförmig ist ihr Tod. Es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach deiner letzten Stunde nichts. Und wer sich willig nicht ergibt dem ehrenen Lose, das ihm dreut, der zürnt ins Grab sich rettungslos und fühlt in dessen Schlunde nichts. Dies wissen alle, doch vergisst es jeder gerne jeden Tag. So komme denn in diesem Sinn hinfort aus meinem Munde nichts. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr Wunsch nur Wünsche zeugt. Lasst eurer Liebe nichts entgehen, entschlüpfen eurer Kunde nichts. Es hoffe jeder, dass die Zeit ihm gebe, was sie keinem gab. Denn jeder sucht, ein All zu sein. Und jeder ist im Grunde nichts. Ende von Es liegt an eines Menschen Schmerz. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.